Einen wunderschönen guten Abend zu Schwule Welle, das Magazin. Heute haben wir uns viel vorgenommen und volles Programm. Und gleich sprechen wir mit einem der Topstars aus der RTL-Serie Unter uns. Es ist Lars Steinhöfel, der seit nunmehr 9 Jahren den Easy Winter spielt. Am 28. November dieses Jahres wird die zweitälteste Soap bei RTL 20 Jahre unter uns. Und die Geschichten rund um die fiktive Kölner Schillerallee 10 läuft seit 1994 jeden Wochentag von 17.30 Uhr bis 18 Uhr und erzählt die Geschichten mehrerer Nachbarn, deren Freud und deren Leid von Geburten, Hochzeiten und Todesfällen. Mittendrin ist seit fast 10 Jahren Easy Winter, der zwischenzeitlich aufgrund seiner Hochzeit mit Charlotte Sommer auch mal den Nachnamen Sommer hatte. Easy ist seit dem 24. Mai 2005 zu sehen und ist, wie ihn sein bester Kumpel Tobias Spöttisch immer wieder nennt, ein ganz toller Mensch. Die Mädels wollen ihn als Freund, die Männer als besten Freund. Ärger hat er nur mit den allerwenigsten. Und sein Ex-Erzfeind, Tobias Lassner, ist inzwischen sein bester und treuester Kumpel. Gespielt wird Easy Winter von dem Schauspieler Lars Steinhöfel. Und den haben wir nun am Telefon. Hallo Lars. Hallo. Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns, dass du unsere kleine Sendung beehrst. Und ja klar, warum nicht? Und wir freuen uns auch darüber, dass du überhaupt noch bei Unter uns bist, denn im vergangenen Winter durften wir ja ordentlich um dich zittern. Da gab die Produktion ja bekannt, dass 5 Hauptrollen zur Disposition stünden, darunter auch deine. Hast du selbst lange zittern müssen oder wusstest du sehr bald Bescheid, dass es dich dann nicht trifft? Gott sei Dank. Ach, das war eine ganz, ganz seltsame Zeit. Wir haben damals irgendwie gesagt bekommen, wir müssen unsere Soap mal so ein bisschen erneuern und ein bisschen, weiß ich nicht, und dann die Rollen, die kann es eventuell treffen. Und wir so, okay, was stellt ihr euch dann vor? Habt ihr keine Geschichten mehr? Keine, gar nichts. Und dann war das so ein kleiner innerer Kampf, so was macht man jetzt oder was nicht? Aber ich habe gesagt, wenn es halt nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter. Ich habe ein Leben mit und ich habe ein Leben ohne Unter uns und davon lasse ich mich da nicht unterkriegen. Und ich bin immer noch dabei. Gott sei Dank, ja, da freuen wir uns sehr drüber. Du bist ja auch relativ lange bei Unter uns dabei. Was bedeutet für dich so eine tägliche Serie als Schauspieler eigentlich? Ja, ich bin jetzt fast 10 Jahre da und ich sage immer wieder, das ist eine super tolle Schule, einfach vor der Kamera zu arbeiten und also für mich, ich nehme es als Schule, das ist so mein Hauptberuf. Von dem her mache ich noch andere Projekte, sei es Theater oder andere Filme oder so. Und ich bin ganz gut dabei und unter uns habe ich viel zu verdanken und bin auch gerne dabei und ich mag meine Rolle und ich mag die Produktion. Kannst du dich, wahrscheinlich wirst du es oft gefragt, aber kannst du dich an den Anfang der Serie noch erinnern, wie dein erster Drehtag war? Weißt du noch, was da genau abging? Ja, das weiß ich noch. Mein erster Drehtag war auch meine allererste Szene, wo ich irgendwie aus dem Taxi steige, weil ich dann irgendwie in die Straße ankomme und dann sehe ich ein gleichaltriges Mädel in einem leichten Rock so ein bisschen an der Wand stehen und frage sie, ob sie 50 Euro nimmt oder so oder ob sie da einfach nur generell so steht. Meine Anspielung auf eine Nutzung, das weiß ich noch. Und da habe ich so gedacht, so, okay. Aber damals war das noch alles ein bisschen wieder. Da durfte man noch nicht mal Scheiße sagen und so. Da war ich auch der Erste, der irgendwelche Kraftausdrücke benutzen durfte, weil es einfach dann die Zeit war, wo es dann cooler angesehen war. Wie ist denn überhaupt so eine Arbeit am Set von Unter uns? Ihr dreht ja, glaube ich, jetzt recht viel, wenn ich mich recht informiert habe. Seit sind es 8 Folgen, glaube ich, pro Woche. Wie schafft man das überhaupt, 8 Folgen in einer Woche? Ja, man muss, ne? Ja. Wir drehen mit 2 Teams parallel. Die Teams drehen 4 Tage die Woche, montags bis donnerstags und dienstags bis freitags. Und wir Schauspieler springen dann immer von Team zu Team, da wo wir gerade gebraucht werden, von 7:30 Uhr morgens bis 18:30 Uhr abends. Wahnsinn, ne? Ja, und das geht schon. Und damit ordentlich Text lernen wahrscheinlich dann. Und hast du nicht den Weg astrologisch? Du, Text ist geduldig. Ja. Nein, solange man das transportiert, was transportiert werden muss, ist okay. Ich bin so ein Impulsmensch und intuitiv und ich setze mich jetzt nicht so fest mit Worten. Klar ist das meiste 1:1, aber wenn man so die Jugendsprache mit reinbringt, dann ist es auch okay. Ihr dreht ja auch einige Monate logischerweise voraus und jetzt habt ihr, glaube ich, schon die Weihnachtsfolgen gedreht. Wie ist das eigentlich so, Sommer und am Weihnachtsbaum zu singen und im Winter dann die Badezeit anzukünden? Ja, aber richtig, wirklich. Also wir haben morgen haben wir sogar den Silvesterdreh. Hatten wir den Weihnachtsdreh. Ich mag Weihnachten total gerne, ich finde es ganz gut. Das Blöde ist halt nur, wenn wir dann nach der Pause, wir haben immer so Staffelpause bis Ende Februar, wenn wir dann schon anfangen, wieder Frühling und Sommer zu drehen mit Badeszenen im März, das ist dann nicht so geil. Das glaube ich, ja.
Ja, ja, Weihnachten ist ja immer ganz spektakulär und kultig bei euch. Da ist ja dann immer das Singen und am Weihnachtsbaum und dann schneit es ja auch immer auf Stichworte. Ja. Ist einfach mal toll. Genau. Ne? Wie hat sich denn überhaupt die Arbeit bei Unter uns in den letzten 10 Jahren verändert? Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, dass es einfach die Sprache schon anders wurde. Ja. Aber generell hat sich da sehr viel verändert, so von der Produktionstechnik? Von der Technik auf jeden Fall. Wir haben hochwertige Kameras bekommen und einen neuen Look. Und die Musiken sind nach 10 Jahren viel besser geworden als damals. Damals war es immer so dramatisch, wenn irgendwie eine Nahaufnahme gekommen ist. Oder wie man es halt kennt in der Lindenstraße. Das hat sich so ein bisschen Gott sei Dank verändert. Und unter uns ist auch ein Projekt, was sich immer modernisiert und von Jahr zu Jahr immer aktueller wird und auch bleibt. Und ich glaube, das muss man auch in der schnelllebigen Fernsehwelt, sonst sieht es mau aus. Und seine Rolle hat er logischerweise auch sehr viel erlebt. Er war mal der beste Freund von Jan, da gab es das Übersee mal. Er ist jetzt der beste Freund von Tobias, seinem Ex-Feind. Dann warst du mit Charlotte Sommer verheiratet. Zwischendrin hattest du mal die Lilly und nun aktuell die Jo. Hast du so selbst Kolleginnen und Kollegen, mit denen du ganz besonders gerne arbeitest? Gibt es so Lieblingsgeschichten und Personen? Ach, ich drehe eigentlich mit allen ganz gerne. Ich bin ich komme mit jedem klar, auch als Mensch. Klar drehe ich gerne mit den Jüngeren, weil man dann halt ein bisschen lockerer drauf ist und so. Aber ja, es kommt immer drauf an. Und man muss einfach flexibel sein, glaube ich, in dem Job. Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, wo man vielleicht dem einen gar nicht so arg drin vorkommt und dem anderen mehr. Bekommst du eigentlich die ganze Serie immer mit oder eigentlich eher so deinen Teil, wo der Easy vorkommt? Am Anfang habe ich echt noch so jeden Strang mitgelesen, aber bei 23 Schauspielern, da bleibt man dann irgendwann nur noch bei sich und die Person, mit der man irgendwie spielt, damit man irgendwie die Handlung mitbekommt. Wenn ich jetzt noch in anderen Strängen irgendwie noch mitlesen würde, was da passiert und so. Das ist auch immer so, wenn die Leute mich fragen auf der Straße, hey, oh, das passiert gerade da und da und ich überlege mal so, oh Gott, was war vor 3 Monaten? Ja, genau, richtig, ja, kann sein, weil ich bin jetzt nicht so der Fernsehmensch. Ich gucke leider nicht so wirklich Fernsehen, wenn überhaupt ausgewählte Sachen oder halt DVDs. So. Aber so dieses tägliche Seriending bin ich eigentlich nicht so erfüllt worden. Ah, okay. Ja, und uns bist du ja auch in anderen Serien und Filmen zu sehen gewesen. Ich erinnere mich noch an die Neuverfilmung von Die Brücke 2008 und dann gab es noch bis zur großen Pause das Highschool-Vampir-Crucible 2011. Aber es gäbe noch mehrere Filme und Serien, wo du mal vorgekommen bist und du hast Theater gespielt. Was sind für dich persönlich so dein, neben Unter uns natürlich, so dein Highlight, Theater oder die Filme oder was sind so dein Highlight so gewesen? Naja, mit Theater habe ich angefangen, als ich 11 war. Und dann bin ich rüber zum Synchron gegangen, also dieses Synchronsprechen für amerikanische Serien oder Trickfilme habe ich 3 Jahre gemacht. Dann Filme, dann bin ich nach Amerika ausgewandert, in die USA für 1 Jahr und habe dann meinen Abschluss gemacht und habe auch an so Schulproduktionen, so Musicals mitgemacht, was auch ganz viel Spaß macht. Aber ich bin danach wiedergekommen und dann haben es mir die Serien doch angetan. Da habe ich irgendwie Hallo Robbie gedreht und dann eine Staffel Schwester Stephanie und dann bei Unter uns. Natürlich war Die Brücke ein Highlight, mit Franka Potenti zu sehen und einen großen ProSieben-Blockbuster. Und ich glaube, ich war damals so einer der ersten Serienleute, die das überhaupt so genehmigt bekommen haben, bei einem Fremdsender in der Primetime zu drehen. Aber das hat sich Gott sei Dank geändert und jetzt drehen viele Kollegen andere Filme nebenher, was ich auch ganz toll finde. Schaffst du viele Projekte neben Unter uns? Ihr habt jetzt auch so Drehpausen. Reichen die dann aus für so Dreharbeiten für so einen Film? Ehrlich gesagt, ja klar, die reichen aus, aber wer sagt denn, dass man genau in der Pause dann auch einen Job bekommt? Es war ein bisschen stressig, also ich habe mit Axel Stein auch einen Film gedreht letztes Jahr, das war 5 Wochen, ach Gott sei Dank in der Eifel, da musste ich halt immer nur mit dem Auto so 2-3 Stunden fahren. Das hat sich dann überschnitten, oder bis zur großen Pause, das Funny Movie bei Pro7, da habe ich dann immer montags bei Unter uns gedreht, alle Szenen für die Woche komplett, alle 20 Szenen von morgens bis abends, die einzelne Szene. Und dann bin ich halt Dienstag bis Sonntags immer dann ins Filmprojekt geflogen und habe dann den Film gedreht. Also, dafür macht man den Job und ich liebe den und das ist super. Wo siehst du dich eigentlich selber so in, sagen wir mal, in 10 Jahren immer noch bei Unter uns oder wo zieht es dich nämlich hin oder in Richtung Film oder? Ach du, solange privat alles okay ist, ist alles super. Natürlich würde ich auch Serien machen und Filme machen, aber was kommt. Und ich habe kein Problem damit, noch 10 Jahre bei Unter uns zu sein. Ich habe kein Problem, eine neue Serie zu machen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, Serien zu drehen. Ja, ich hoffe auch, dass du eine Weile dabei bist. Ja. Jetzt machen wir mal eine kurze Pause und spielen einen Titel, den du dir gewünscht hast. Und zwar ist es Man's Road von America. Warum hast du denn diesen Song gewünscht? Gibt es da einen besonderen Grund? Also ich finde den Film Das letzte Einhorn immer ganz cool. Und die Message von dem Song finde ich einfach super, dass man einfach durch Scheiße gehen muss auf dem Weg zur Selbstfindung. Und ich glaube, da muss jeder Mensch irgendwie für sich alleine durch. Und das beschreibt er ganz gut. Also dann hören wir mal diesen Titel uns an. Und dann reden wir weiter. Ja.
Hier ist die Schwulewelle live aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland und wir haben am Telefon Lars Steinhöfel, der den Easy Winter in der RTL-Serie Unter uns spielt. Lars, im vergangenen Januar, ich glaube es war rund um deinen Geburtstag, hast du dich ja öffentlich geoutet. Wie kam es denn zu diesem Schritt und war es ein langer Kampf für dich selbst? Ja, also ich habe auch gerade was von Selbstfindung gesagt. Das ist auch ein bisschen schwierig gewesen in der Zeit, in der man in der Öffentlichkeit steht. Denn ich bin halt anfangs da reingerutscht. Mit 11 habe ich, wie gesagt, angefangen Theater zu spielen und immer weiter. Und nebenher, dass man auch noch Teenager sein muss und sich irgendwie finden muss, ist man dann auch irgendwie in der Öffentlichkeit. Und dann kriegt man natürlich auch so Dinge nahegelegt, sich nicht zu outen. Oder dann hat es irgendwann einfach gereicht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt alt genug und was soll der Scheiß? Und ich habe es eigentlich blöd gemacht, ich hätte es viel früher machen sollen und deswegen wollte eigentlich damit ein Zeichen setzen, dass man es schon viel, viel früher machen sollte, wenn man dazu steht und wenn es angebracht ist zu sagen, also wenn Leute es unbedingt wissen müssen und in der Öffentlichkeit, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wollen Leute es angeblich unbedingt wissen, weil man auch immer danach gefragt wird, wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung ist oder auf einem roten Teppich oder so. Das ist immer die erste Frage, mit wem teilst du dir dein Bett? So nach dem Motto. Was ich auch total so finde. Ja, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, los geht's. Vor allem bist du jetzt mittlerweile auch so ein bisschen so der Frauenlieb in der Serie. Am Anfang war es ja gar nicht so extrem. Da hast du ja viele beste Freunde gehabt, den Jan und so weiter. Aber gerade in der letzten Zeit, da hast du ja auch immer eine Freundin an deiner Seite gehabt in der Serie. Also da hast du schon Sorge gehabt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte für deine Fans. Oder dass man dann weiß, in Wirklichkeit bist du ja schwul und so, dass es ein Problem sein könnte für deine Rolle oder irgendwas. Hast du da Sorgen gehabt? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute vor den Fernsehern werden das vollkommen falsch eingeschätzt. Ich glaube schon, dass sie so intelligent sind und sagen können, egal welche Sexualität man hat, das ist eine Rolle, die man spielt. Ich meine, ich bin ja auch kein Mörder, wenn ich einen Mörder spiele oder klar. Ich bin ja auch kein Polizist, wenn ich einen Polizist spiele oder das sind alles nur so Oberflächlichkeiten, die ein Mensch beschreiben. So. Und was macht, sagt schon die Sexualität über einen Menschen aus? So gar nicht einfach. Hat sich denn für dich dann nach dem Outing, auch gerade bei der Produktion, irgendwas geändert? Ein Gefühl selber, bist du da freier gewesen? Ich habe ja schon immer eigentlich sehr offen damit gelebt, mit Familie und Freunde und so. Und die wissen ja auch alle Bescheid. Ich habe bloß halt für die Öffentlichkeit immer neutral gehalten. Also ich habe nie gelogen. Ich habe nie gesagt, ich wünsche mir eine Traumfrau, die hat schöne Augen oder irgendwie sonst irgendwas. Ich habe immer so ein bisschen neutral drumherum geredet, dass man dann sagt, so wie wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Und du sagst so, naja, wenn der richtige Partner in dein Leben tritt, dann merkst du das. Also immer so ein bisschen neutraler gehalten. Und so kam es dann. Und dann habe ich auch irgendwo gesagt, so, jetzt sage ich es einfach und dann ist es raus und dann ist es gut. Und dann hat sich die Sache dann auch. Interessanterweise ist unter uns eine Kölner Soap und das Thema Homosexualität kam ja gar nicht so oft vor in der Serie. Ja. Erik Stehfest kam dann mal und dann Lukas Sauer, der auch bei uns mal hier im Radio zu Gast war. Hast du eigentlich den ganzen Hype eigentlich darüber mitbekommen? Ich habe ein Interview dazu gegeben bei RTL und auf Facebook habe ich was geschrieben dazu und dann gab es auch so einen Bildartikel online. Ich habe mich eher gewundert, dass da nochmal so ein Hype drum gemacht wurde, weil ja auch der Thomas Hitzelsberger sich auch kurz vorher geoutet hatte. Richtig. Und da habe ich dann auch irgendwie so, warum, wenn ich jetzt dann scheiß drauf, einfach sagen, wo gut ist. Und ich habe auch gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, so, jetzt ist mein Geburtstag, ich bin 28 Jahre alt, das ist doch mal ein vernünftiges Alter, wo man mal zu sich selbst einstehen sollte und mal Farbe bekennen sollte. Ja. Ist es so geworden, wie du dir das gedacht hast jetzt? Oder hast du im Nachhinein gedacht, oh? Na, wie gesagt, also ich hab gar nichts eigentlich dabei gedacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich will jetzt loswerden. Das ist das letzte i-Tüpfelchen zum seelischen Frieden so und was die Leute damit machen, ist denen überlassen. Natürlich gab es gute Kommentare, es gab aber auch schlechte Kommentare und wie ich das generell so beim Mobbing oder beim Cybermobbing mein ganzes Leben lang gesehen habe, die Menschen sind irgendwie gefrustet und sollen so gerne sagen, was sie wollen. Solange man nicht ausfallend wird, dann ist es auch okay. Ich sage immer, behandle Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest und damit lebt sich eigentlich ganz gut. Das hast du recht. Kannst du aber nachvollziehen, dass andere Schauspieler da jetzt Probleme haben, damit, weil sie Angst haben wegen Rollen? Also gerade auch Filmschauspieler hört man ja öfters so, da gibt es viele Gerüchte, aber man weiß es nicht so ganz genau. Ja, das kann ich so sehr gut nachvollziehen, wie schon gesagt. Also ich glaube, dass Produzenten oder ich will da jetzt auch nicht irgendwie so, ob Sender da zu feige sind manchmal. Das Ding ist, wenn man weiß, dass sich jemand geoutet hat, dann ist es schon ziemlich schwierig, weil ich glaube, der Zuschauer wird echt nicht so intelligent eingeschätzt, dass man sagen kann,
ich weiß schon, dass der Schauspieler schwul ist, aber der spielt halt ein Hetero, ist doch scheißegal. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss es noch eine Menge Aufklärung geben. Ich halte die Menschen für so intelligent, dass sie es unterscheiden können, aber vielleicht gibt es da bald ein Umdenken. Mal sehen. Hoffen wir mal, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du uns darüber jetzt auch ein bisschen Auskunft gegeben hast und wir haben uns total gefreut, dass bei unserer Sendung hier warst und hat unser Team mit dir natürlich alles Gute bewahrt, wie beruflich, auch bei unter uns, dass wir dich noch lange sehen dürfen dort. Und zum Abschluss wollen wir noch ein Lied spielen, das du dir gewünscht hast. Und zwar ist es der Film Umbrella, gesungen von Mandy Moore. Gibt es auch dazu einen Grund? Oder ja, also ich finde den Song mega melodisch und der war einfach super und die Mandy Moore singt den schön ruhig und ich glaube, das spiegelt auch mich so ein bisschen wieder, weil ich sage, ich bin für jeden ein guter Freund, solange er mich nicht behandelt und bin auch immer da. Schön, dann spielen wir den Song und nochmals vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung